Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play City Skylines hier auf diesem Kanal. Und ja, wir sind in einer neuen Aufnahmesession und ja, wir sind wieder hier in Macross City. Und ja, City ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir sind vielleicht eher so gerade von Einwohnerzahl, hier unten sieht man es, 3700, vielleicht gerade eher auf der, wir können es ja aber schon mal laufen lassen, die Zeit, auf der Größe von einem Dorf, von einem sehr kleinen Dorf vielleicht. So, also wir können ja, ich weiß gar nicht, welchen Meilenstein wir jetzt als letztes Jahr hatten, hier kann man es glaube ich sehen, geschäftige Kleinstadt, ich weiß nicht, wieso das hier mal so abgeschnitten ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn wir dann bei 5. Nee, wir sind jetzt boomende Kleinstadt, genau. Und wir sind bald eine geschäftige Kleinstadt. Aber wir gucken wie immer mal hier unten auf unsere Bedürfnisse, hohe Nachfrage nach Wohngebieten. Und ich würde sagen, dann können wir direkt auch mal mehr Wohngebiete bauen. Bietet sich ja hier quasi an. Quasi-Modo, okay. Bietet sich ja hier quasi an. Direkt neben das Busdepot hier, ne? Oder? Ich glaube schon. Ich habe das Spiel jetzt auch länger nicht gespielt und länger nichts mehr aufgenommen, weil ich ein bisschen was vorproduziert habe. Busdepot, genau. Und ja, hier hinten haben wir unsere Oberschule. Und ja, Wasserversorgung läuft alles gut. Könnten vielleicht noch ein bisschen schneller machen. Ja, unsere Bedürfnisse. Ich glaube, das Wohngebiet, was wir hier gebaut haben, wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Wenn wir hier noch ein bisschen Wohngebiet hinplacern. Ich hoffe mal, dass es das mit der Tonqualität geht fit soweit, weil bei mir ist das immer so ein bisschen eine Sache mit der Tonaufnahme, aber ich hoffe, das funktioniert. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja, läuft hier auch soweit, die Commercial-Gebiete und Industrie auch, keine Arbeiterprobleme, wie letztes Mal keine kranken Leute, das haben wir hier behoben, hier hinten mit den Abfluss, das war ja auch eine Sache, da war ich sehr dumm. Aber jetzt funktioniert alles gut hier hinten. Was haben wir hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Wir können ja mal gucken, wie das bildungstechnisch hier alles aussieht. Hier haben wir es. Bildung, Grundschule sieht offensichtlich ganz gut aus. Das ist, glaube ich, die normale Grundschule hier, die auf dem Spiel vorgegeben ist. Hier, ihr seht hier, ich habe viele Sachen hier. Das hier zum Beispiel. Das hat keine vernünftige Grafik. Viele Sachen hinzugefügt noch. Nachträglich durch irgendwelche Mods. Ja, aber Grundschule scheint ganz gut zu sein. Zumindest von der Abdeckung her. Die gehen zwar scheinbar nicht alle zur Schule, aber was soll man machen? Ne? Geld? Oh, Geld 104.000. Das war aber mal ordentlich was raus. Universität haben wir hier schon. Das ist lustig, weil normalerweise hier Universität bekommt man erst bei 7.500 Einwohnern. Aber Universität de Barcelona haben wir irgendwie schon jetzt. Liegt eben auch daran, dass das eine Schule ist, die eben auch manuell von mir hinzugefügt wurde. Oberschule haben wir tatsächlich unsere Bildungskapazität fast erreicht. Wobei das geht noch ein bisschen hoch, also ja. Universität könnte man natürlich jetzt auch schon bauen, ne? Aber ich glaube, nee. Das wäre blöd. Ich denke, wir warten, bis wir die normale Schule haben und dann können wir von mir aus gerne die Universität dahin bauen, aber ansonsten wäre das, glaube ich, irgendwie nicht der Sinn hinter dem Ganzen. Gut, ich laber schon wieder so viel und tue hier nichts, ne? Nach Commercial-Gebieten ist auch noch Nachfrage. Die Frage ist, wo bauen wir das alles hin? Also unser Plan ist ja, dass wir hier so in die Richtung, hier so unsere Großstadt, also unser Stadtzentrum, sage ich mal, bauen. Ich überlege vielleicht, ob ich auch das Autobahnkreuz hier verschiebe. Das wäre vielleicht auch nochmal was man, wo man drüber nachdenken könnte. Wenn wir Commercial, warte mal, wenn wir gerade Nachfrage nach Commercial haben, oder nee, warte. Ach hier hinten haben wir ja sogar, genau, stimmt, hier hinten haben wir schon eine Straße gebaut. Gerade mal gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Polizeigebäude, genau, Wayne Enterprises, ja. Oder GCPD, zwei Gebäude aus Batman. Habe ich einfach mal so Just for Fun dazugefügt, weil ich es cool fand. So. Ich komme nicht voran, oder? Es ist unglaublich.
Ja, Industrie brauchen wir auf jeden Fall. Da ist die Nachfrage im Moment am größten. Deswegen würde ich sagen, packen wir hier mal Industrie hin. Die Commercial-Gebiete sind ja glücklicherweise nicht unbedingt direkt von der Industrie betroffen. Das heißt, die werden dadurch nicht irgendwie verpestet, so wie Wohngebiete. Sondern das hier machen wir noch weg, damit wir hier hinten die Wohngebiete noch ein bisschen schützen. Ich finde das übrigens ein bisschen nervig. Ich habe das in den letzten Aufnahmen gesehen. Dass der Cursor Nummer 1 nicht aufgenommen wird und die Ränder an den Seiten. Da hat mir auch schon der ein oder andere in die Kommentare geschrieben, ja, mach die Ränder an der Seite weg. Würde ich gerne machen. Ich bemühe mich da auch redlich drum, so in der letzten Zeit, aber das Problem ist, ich kann das mal eben kurz erklären, bei vielen Leuten, die vielleicht gerade anfangen oder selten Videos geschnitten haben, ich gucke währenddessen mal hier so die Bedürfnisse durch, oder selten bis jetzt Videos geschrieben haben, gecuttet haben, bei denen passiert das manchmal, dass die, und da brummt gerade das Handy, super, Zeitpunkt, da passiert das manchmal, dass die Leute auf das falsche Format rendern, also dass sie zum Beispiel Seitenverhältnis 4 zu 3, wenn man auf dieses Format rendert, dann kommen da am Ende halt diese blöden Streifen an der Seite raus, die man eben nicht haben möchte, die schwarzen Streifen. Ich guck mal, dass ich das so platziere, dass möglichst wenige Häuser davon betroffen sind. Also 4 zu 3 Seitenverhältnis, und das ist dann eben der Grund, wieso dann hin und wieder solche schwarzen Ränder auftauchen. Das ist blöd. Das Problem ist nur bei mir, also bei mir ist das so, ich kenne ja so das Problem mit diesem Seitenverhältnis eben. Das Problem an der Sache bei mir ist nur, dass ich schon mit einem 4 zu 3 Monitor aufnehme. Ich habe einen relativ alten Monitor von HP. Erfüllt vollkommen seinen Zweck, aber ist leider auch, ich guck mal, dass ich hier irgendwo noch so eine Feuerwehrwache dazwischen baller. Wir haben jetzt mittlerweile genug Geld, glücklicherweise. Und wir verlieren Einwohner. Warum verlieren wir Einwohner? Weil wir Wohnhäuser brauchen. Okay. Machen wir vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ab wann können wir uns denn hier die Großen holen? Ab 7500, na super. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ich verliere mal den Faden, merkt ihr, ne? Ich denke mal, nee, hier machen wir das statt. Ja, ich guck mal, wie ich das so mache. Aber auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau. Mit dem Seitenverhältnis. Ich habe einen relativ alten Monitor, der erfüllt seinen Zweck vollkommen. Der reicht mir auch völlig. Das Problem ist nur, dass der ein 4 zu 3 Seitenverhältnis hat. Und YouTube, also früher, weil er eben schon ein bisschen älter ist, so früher hat man generell Seitenverhältnis 4 zu 3 als Standardformat genommen. Jetzt habe ich den Bildschirm gedreht, das wollte ich nicht. So. Neu ausrichten. Früher hat man 4 zu 3 genommen. Und YouTube, und ja, früher waren eben auch die Rechner so. YouTube verwendet aber schon seit jetzt ein paar Jahren eben das Seitenverhältnis 16 zu 9, eben Breitbild. Ne? Das wird dem einen oder anderen sicherlich aufgefallen sein, der sich damit auch ein bisschen beschäftigt oder so, oder der davon, oder der da viel mit zu tun hat, sagen wir es mal so. Wir müssen auch ein bisschen gucken, dass wir da noch Wasser drunter legen. Ich weiß, ich switche immer hin und her zwischen den Themen, die ich ansprechen möchte. Aber so ist das leider ein bisschen. So. Wir waren bei meinem Monitor stehen geblieben. Breitbild ist mittlerweile Standardformat. So, und das Problem ist, wenn man auf einem 4 zu 3 Monitor aufnimmt und dann auf 16 zu 9 rendern möchte, dann entstehen da sehr, sehr breite Streifen. Dann entstehen da Streifen rechts, links, oben, unten, und hier fehlt schon wieder Arbeit. Ah, das geht mir auf den Sack. Mann. Und Abwasserklärung. Und Wasser bräuchten wir im Moment ein bisschen mehr. Pumpstation. Ich komme nicht zum Ausreden, ne? Das ist unglaublich. Rohre bitte. So. Funktioniert's? Ja, es funktioniert. So. Ich glaube, das müsste jetzt auch funktionieren, ne? Strom, genau, so. Es funktioniert, oder? Ja, es funktioniert. Alles klar.
Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug vorbei, während ich aufnehme. Das kann doch wohl schon wieder nicht wahr sein. Aber naja, muss man mit zurechtkommen bei diesen Widrigkeiten. Ich könnte vielleicht auch mal das Fenster zumachen, das würde helfen. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. So, das ist, wenn man das auf 16:9 rendert, dann entstehen oben und unten sehr, sehr große Ränder. Wieso braucht man denn das? Achso, ja, okay. Sehr, sehr große Ränder. Das ist nicht gut. Oben, unten, rechts und links. Weil 16:9 und 4:3 passt eben nicht, ne? So. Und deswegen rendere ich die Videos grundsätzlich, zumindest wenn ich mit dem alten Monitor aufnehme, immer auf 4:3. Dann sind nämlich nicht oben und unten die Ränder, sondern eben nur rechts und links. Das ist besser. Weil dann sind wenigstens nicht so hart die Ränder zu sehen. So, und ich bemühe mich im Moment darum, einen neuen Monitor zuzulegen. Problem an der ganzen Sache nur, der ein oder andere kennt das vielleicht von euch selber. Ja. Als Jugendlicher hat man immer sehr viel kein Geld, sag ich mal. Ne? Man hat immer relativ wenig Geld, man ist immer ja relativ knapp bei Kasse. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass ich so viel Geld aus dem Fenster werfe, sondern eher daran, dass der Rechner, mit dem ich hier aufnehme, also die Hardware hier relativ neu ist und ich im Moment leider, sagen wir sowas wie arbeitslos bin. Ich wollte gerade sagen, was war das denn hier? Da ist auf einmal überall das Wasser angegangen und keiner wusste, warum man die Stromversorgung braucht. Mann. Oh, das fuckt einen so ab, ne? Entschuldigung, aber wenn man die ganze Zeit neue Kraftwerke bauen muss, die sind ja auch teuer, die kosten auch Geld und vor allen Dingen machen die Schmutz und das ist uncool. Wir bräuchten mal hier so ein bisschen langsam hier die Erweiterungen. Hier Ölkraftwerk, bei 5000 sind wir bald. Verschmutzung 35, Verschmutzung 50, das können wir dann dahin bauen, können wir die Kohlekraftwerke abreißen, wenn uns das, wenn wir genug Geld haben. Dann haben wir hier ein Wasserkraftwerk, das werden wir, also das ist ein Staudamm, den kenne ich und den werden wir wohl eher nicht benutzen, weil ja. Ach, einen Friedhof haben wir noch gar nicht gebaut, ne? Ach Scheiße. Was ist das denn hier? Fäkalausdrücke, Fäkalsprache ohne Ende hier. Mein Gott, was ist da los? Ja, und ich habe schon wieder den Faden verloren. Ja, ich bin im Moment dabei, Arbeit zu suchen, praktisch. Ich kaufe jetzt einfach mal ein neues Gebiet dazu. Wir haben ja genug Geld. So. Aber die Heinis von dem Zeitungsverlag, wo ich gerne, beziehungsweise von der, ja doch, von der Zeitung, wo ich gerne Zeitung austragen gehen würde, siehst du, ich würde schon gerne freiwillig arbeiten, ich darf es aber nicht, weil die mir da nicht zurückschreiben, die haben mir noch nicht zurückgeschrieben und haben noch nicht angerufen oder so, aber sobald ich einen Job haben sollte, bestände die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Overground, Underground hier oben. Könnten wir mal gucken, hier ist relativ starkes Verkehrsaufkommen. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das regeln. Ampelmod haben wir schon. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Okay. Aber sobald ich eben da die Möglichkeit habe, ein bisschen an Geld ranzukommen, ist das eigentlich somit das nächste, was auf dem Plan steht. Ein 16:9 Monitor. Jo. Und hier reißen wir mal eben kurz die Gebäude. Manchmal nimmt ihr den nicht an, oder ich bin daneben, oder keine Ahnung. So. Soweit, so gut. Bedürfnisse haben wir im Moment nach Commercial. Wie gesagt, ich gelobe Besserung, ne? Mit dem ganzen Zeug. Gut, wie machen wir's? Ich würde sagen, wir ziehen die Straße hier einfach weiter. So und so. Das ist natürlich jetzt scheiße. Okay, dann ziehen wir hier vielleicht noch einen durch und hier auch noch, damit wir
den Platz möglichst effizient. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Da musste gerade mal ein kleiner Cut hin. Da wurde ich nämlich unterbrochen und wo waren wir gerade stehen geblieben? Stimmt, wir haben das Stromnetzwerk ein bisschen erweitert und wir wollten gerade das Commercial Gebiet, die Commercial